Willkommen zum letzten Teil der Streaming-Highlights. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Es hat mich so verdammt viel Zeit gekostet, das zu schneiden. Also würde ich mich mega freuen, wenn ihr einfach mal einen netten Kommentar dazu da lasst, ein Like auf das Video lasst. Schreibt mir mal, wie ihr das Ganze feiert. Morgen kommt nochmal das Ganze als ein Video on. Das heißt, ihr müsst euch nicht jedes Mal dazwischen mein Gelaber geben. Das hat bestimmt auch irgendwas. Ja, schreibt mir mal bitte einfach auch wie immer eigentlich in die Kommentare, welche Szene ihr aus dieser Episode am besten fandet. Ob ihr mehr davon sehen wollt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, zeigt es mir mit einem Like und einem Kommi. Folgt mir auf meinem Twitch, auf meinem Instagram und auf meinem Twitter. Das würde mich mega freuen. Wenn euch irgendwer einfällt, dem meine Sachen gefallen könnten, empfiehlt mich super gerne weiter und würde mich mega supporten. Und jetzt wünsche ich euch mal viel Spaß mit dem letzten Teil von den Streaming-Highlights mit Jonas und Paul. Paul, halt. Was ist denn los? Anhalten. Ich bin Rennfahrer. Ja, den hast du nicht geblickt. Ah, doch. Ja, aus welchem Film ist er denn? Ich hab's nicht geblickt. Digga, Paul, was soll das? Du hast mich von meinem Golfkater runtergeholt. Was soll was? Das wird mein neuer Follower-Sound. Wie findest du es? Hört sich an, wie wenn wir bei uns zu Hause im Stamm Menschen opfern. Ich hab zwei Sterne dafür, dass ich neben euch stehe. Danke. Merkel oder Greta? Greta Thunfisch. Ganz kurz halt mal, fahr mal in eine andere Richtung. Halt an. Fahr in die andere Richtung. Eco-Pro-Modus. Oh, okay, scheiße. Ich hoffe, ich hole das Ding überhaupt ein mit dem Teil. Okay, komm, Eco-Pro-Modus. Ding kann so leicht aus der Bahn kommen. Ganz schnell weg vom Fenster. Sehr schön, Mann. Ich bin ausgestiegen, danke dafür. Was geht, Ronny? Nein! Ist das der Wagen? Wir haben einfach Kackes umgerammt. Ob wir vor Jonas da vorne sind? Ja, natürlich, weil ich mich hier gerade überschlagen hab. Nick, du sorgst dafür, ne? Ja. Also, warte, Nick, wir machen das Jonas jetzt mal anders. Schon dafür. Ich weiß. Drehe und wir fahren rückwärts. Ja! Das ist die maximale Höchstgeschwindigkeit rückwärts. Nein, das wird ein harter Aufprall. Digga, du kannst knicken. Ey, das könnte ja dein neues Format sein, frag Jonas. Klar. Okay, wir machen Format. Okay, jetzt mal real. Bei wie vielen Likes machen wir ein Format, wo du einfach jede Nick, Woche irgendwie 10 Q&A-Fragen machst? Mach das mal mit mir. So wenn Nick 100.000 Abos auf YouTube hat, dann bringe ich einen Track raus und du machst auch mit. Und wenn er 1 Million hat, dann bringe ich ein ganzes Album raus. Komm, bring nur einfach ein Porno raus, wenn er 100.000 hat. Das mache ich so freiwillig schon so oder so, wenn er 100.000 hat. Solange du mich als Porno-Paul ankündigst. Das bin ich schon, sorry. Bei dir hängt man dann eine 69 da hinten dran. Wenn du Content brauchst, so ein Q&A mit Jonas, ich meine, da kriegst du zwar nur Scheiße und wirst dauerhaft an Lachflash sterben, aber sonst... Ja, das ist ja der Sinn davon, dass man dann... Ey, jetzt mal real, bei wie vielen Likes machen wir das als Format? So jede Woche, wo du dann so 10 Fragen oder sowas machst. Und ich bin der Zuhörer. Wenn das Video 10 Likes hat. Okay, also bei 10 Likes machen wir jede Woche Lachflash Q&A mit Jonas, oder wie? Bäh! Warum bist du so schnell und wir so langsam, auch wie wir hier mit unserem wunderschönen Ferrari rumfahren? Ah, hier, so schaut's aus. Eileiter? Lass es mal als Eileiter okay. Machen. Hast du deine nicht durchtrennen lassen, Paul? Die waren schon von Geburt an durch. Ey, das ist ein heikles Thema, bitte. Darüber machen, keine Witze. Ey, ich bremse mal ab hier und versuch das Ding zu bremsen. Ja, oh, perfekt, nein, ich hab nur Selbstmord begangen. Jonas, die kannst du wieder aufsammeln, die Teile sind wiederverwendbar. Tränengas? Ja, das ist wiederverwendbar. Ja. 1000 kleine Kinder haben in schwerster Handarbeit jede Dose zusammen. Was ist mit 1000 Kindern? 1000 kleine Inderkinder haben in kleinster Handarbeit die Teile zusammengeschustert, damit wir damit spielen können. Warte mal, Nick, ich versuch mal was. Ich hab jetzt schon ein schlechtes Gefühl, ohne zu wissen, was es ist. Ganz ehrlich? Nein. Ich persönlich finde, ich glaube, ich mach mir das mal als Bäcker rein, das sollte helfen. Als Bäcker rein? Digga, als Bäcker. Als Bäcker, oder? Nein. Jonas, möchtest du hier auch noch mitfahren? Du kannst dich nach vor uns stellen, da sind noch 10.000 Plätze frei.
Also relativ limitiert, würde ich ganz schnell zum Warschau. Wir fahren gerade nach Warschau. Nein, Spaß, sind die schön nach Auschwitz. Ja, man sollte doch einmal mindestens in seinem Leben in diesem Museum gewesen sein. Ne. Wie die hier, die Berliner Mauer da drüben im Osten. Ne? Meinst Dunkeldeutschland. Dunkeldeutschland geht's gerade coronatechnisch besser als uns. Das ist auch eine Lüge, Propaganda. Martinik, wir holen jetzt beide unsere Waffen raus und halten die nebeneinander und schauen, wer den größeren hat. Jetzt final. Okay, jetzt das große Finale. Das sind dieselben Waffen, Paul. Das ich große weiß, Finale. Da kannst du nicht mehr gewinnen. Das große Obwohl, nee, das ist Finale. Nicht so, der Scheiß hat mich jetzt 750.000 gekostet, um euch zu zeigen, dass ich eine Kanone habe, die auf jeden Fall länger ist als eure beiden Revolver hier rum muss. Das läuft immer bei mir, wenn du einen Stream ausmachst, Nick. An alle, die bis jetzt noch zuschauen, schaut auf meinem YouTube, auf meinem Insta vorbei, ist unten alles irgendwo verlinkt. Ich bin Deutsch, ich kann fliegen. Deutschland. Ciao.